Und das bin natürlich ich. Hillary, war das die Post? Bringst du sie bitte mit rauf? Es macht echt keinen Spaß, brav zu sein. Hillary, siehst du mal nach, wer da ist? Hallo, mein Kleiner. Sind Mami oder Papi da? Mama schon, aber sie ist krank. Und ich muss alles aufräumen. Ich ruf sie, wenn sie wollen. Mama! Oh, nein, 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 stör sie nicht. Richte nur etwas aus. Wir machen Reparaturarbeiten und müssen das Wasser für ein paar Stunden abdrehen. Lass das, Mieze. Das ist doch für Peter. Wir geben dann Bescheid, wenn wir fertig sind. Hillary! Komme! Mieze, das bekommt man nur, wenn man krank ist. Vielen Dank. Wer war das an der Tür? Ein Mann. Sie stellen das Wasser ab. Oh nein, nicht heute. Das habe ich ja ganz vergessen. Hillary, pass auf. Du musst die Badewanne füllen. Dann füllst du alle Töpfe, Wasserkrüge und einfach alles, was du finden kannst, ja? Und beeil dich. Und bring Peter sein Eis. Jetzt kann ich am Computer spielen. Oh, schlimmer kann's ja wohl nicht mehr werden. Hillary, sei so lieb und bring mir noch eine Decke. Und mir meine Wärmflasche. Mir ist zu kalt. Und noch eine Zeitschrift. Und mein Buch. Und den Hustensaft. Ich brauch Taschentücher. Hillary, kannst du bitte an die Tür gehen? Die Tür. Das Wasser wird wieder angestellt. Achte darauf, dass alle Wasserhähne zu sind. Na toll. Noch jemand, der mir sagt, was ich machen soll. Was? Wollen Sie sonst noch was? Eine Wärmflasche? Eine schöne flauschige Decke? Nein, nein, nein. Danke. Einen schönen Tag noch. Einen schönen Tag noch? Kein Problem. Ich setze es auf die Liste. Hört ihr das? Ruhe! Keiner ruft nach mir und will irgendwas. Na endlich! Oh, Hillary. Ich fühle mich einfach grauenvoll. Ich leg mich ins Bett. Ja, Mama ist auch krank und ich musste ihr Saft bringen. Und Peter wollte Eis haben und Frau Sonderlich hat angerufen und der Mann von der Stadt war da und ich musste alles auffüllen. Und dann... Und keiner hat die Wasserhähne zugedreht und jetzt bin ich klitschnass und mir ist kalt und... So easy. Ein Bus ist aber viel besser für die Umwelt als Limousinen. Kann dir doch egal sein. Du bist nicht eingeladen. Hillary, Peter ist dein Bruder. Natürlich ist er eingeladen. Aber er wird mir alles verderben. Hilfe! Sei nicht so gemein, Hillary. Kein Peter, keine Party. Na gut, aber weh, du vermasselst mir das, du Zwerg. Ja. Das Geburtstagskind heißt Hillary. Hillary, sag mal, als ihr an Berts Geburtstag im Lasersepp wart, hast du da alle Laser kaputt gemacht? Nein. Und Schleim in alle Raumanzüge geschmiert? Nein.
Und was war mit dem Kleber in den Moonboots? Ja, das war super. Ich meine, das war ich nicht. Tja, du hast Hausverbot im Laser-Zap. Das bedeutet, wir müssen die Party hier machen? Nein, ich will aber zu Laser-Zap. Ich habe allen versprochen, dass es ganz toll wird. Keine Sorge, ich kenne viele tolle Spiele. Beim Zahnarzt. Seine Mutter bringt ihn vorbei, wenn er fertig ist. Du musst eben ohne ihn anfangen. Na gut, los geht's. Das ist von... Ich weiß schon. Es ist eine Packung Filzstifte. Gefallen sie dir, Henry? Filzstifte habe ich schon. Henry? Was sagt man da? Vielen lieben Dank. Der nächste. Das ist ein Wandteppich und den habe ich selber ausgesucht. Warum? Oh, ich nehme ihn, wenn du ihn nicht willst, Henry. Ist das toll? Du hast bunte Tierseifen bekommen und eine Märchen-CD und... Oh, wow! Koch dir dein eigenes, gesundes, vitaminreiches Essen. Fantastisch! Was sagt man dazu allen, Henry? Bäh! Henry! Noch grässlicher kann diese Party nicht mehr werden. Habt ihr Lust auf Partyspiele? Doch, kann sie. Gib es weiter, Henry. Ja, los, gib schon weiter, Henry. Komm schon, Henry, gib es weiter. Ist ja gut. Fang, du Zwerg. Sei nicht so gemein, Henry. Also, wer hat Lust auf Wer wackelt, verliert? Er hat sich bewegt. Hab ich nicht. Du hast mich geschubst. Hab ich nicht. Doch. Henry, ich warne dich. Ja, Henry, wir haben Spaß. Nein, haben wir nicht. Ich zeig dir, was Spaß ist. Ja, legt los, Killer Boy Reds. Ihr müsst alle tanzen. So easy being me. I'm Hard Henry. Gut, jetzt reicht's mir. Klappt es bestimmt. Henry, du darfst mich nicht hier lassen. Du bist echt gemein. Nein, bin ich nicht. Ich mag dich nur nicht, das ist alles. Das stimmt gar nicht. Du hast mich doch mal gerettet. Dich gerettet? Wann? Als ich ganz klein war. Ich hab gesagt, du sollst abhauen! Sei nicht so gemein, Henry! Jetzt hast du Peter wieder zum Weinen gebracht. Ich habe dich gewarnt. Nein, Mama! Sieh, da! Böser Wauwau! Du hast mich gerettet! Du bist mein Held! Ich hab dich nie gerettet! Ich hab den Hund verscheucht, weil er sich Mr. Kill schnappen wollte. Ich hab ihn nur angebrüllt, um Mr. Kill zu retten. Dich doch nicht. Das stimmt gar nicht. Du hast mich gerettet.
Von mir aus hätte der Hund dich ruhig in die Beine und in die Nase beißen können. Es wäre mir sogar egal gewesen, wenn... Häschen! Nein! Wollt ihr wissen, wie lange ich schon hier bin? Seit gestern. Und heute Morgen haben sie mein Frühstück vergessen. Ich will jetzt endlich frühstücken. Nein! Puh, das war knapp. Hey, was ist mit meinem Frühstück? Es ist ja schon bald Mittag. Es ist Mittag. Aber zuerst müssen wir noch eine Untersuchung machen. Also hör auf, die Klingel zu drücken. Aber das ist gemein. In Krankenhäusern gibt's immer glibbrigen Wackelpudding. Ich will meinen glibbrigen Wackelpudding! Wenigstens muss ich nicht in die Schule. Das ist das Gute dran. Keiner da! Henry, deine Mutter sagte, wir dürfen dich besuchen. Wie geht es dir denn? Kommt drauf an. Bringen Sie mir Hausaufgaben? Nein. Dann geht's mir gut. Schön. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, als wir hörten, dass du im Krankenhaus bleiben musst. Stimmt's, Laura? Sie vielleicht. Oh, können wir ihm endlich die Karte geben? Welche Karte? Die Klasse hat eine Karte gebastelt. Ich habe sogar auch unterschrieben. Da steht, gute Besserung, großer Held. Du bist wirklich ein Held, Henry. Du hast deinen kleinen Bruder gerettet. Das wissen jetzt alle? Ach, Mann. Nimmst du die Karte jetzt oder passt dir schon wieder was nicht? Etwas zu essen wäre mir viel lieber gewesen. Ich glaube, du darfst leider noch nichts essen. Nein, sie röntgen noch deinen Kopf, weil sie nicht wissen, ob da was drin ist. Ach, ich hau wieder ab. Also gute Besserung, Henry. Und falls deine Eltern wollen, dass du noch eine Weile zu Hause bleibst, dann habe ich nichts dagegen. Das hat mir noch gefehlt. Jetzt ist mein Ruf total ruiniert. Ihr werdet schon sehen. Jetzt nennen sie mich bestimmt Henry der Held. Das ist echt gemein. So easy being me. I'm Henry. Au! Das ist es! Genau! Ich brauche ein leichtes Opfer. Okay, Peter. Wieso kann ich nicht auf meiner Hüpfburg rumhüpfen? Weil das nicht so witzig aussieht. Ich meine gut. Mama und Papa freuen sich, wenn sie dich im Garten spielen sehen. Und Action! Hui! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Das war aber anders geplant. Der Knoten hätte aufgehen müssen. Mama und Papa werden ganz stolz sein, dass ihr kleiner Engel Fahrradfahren gelernt hat. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schon kann, Henry. Na klar. Na los, Zwerg. Denk dran, wie stolz Mama und Papa dann auf dich sind. Und Action! Komm schon, Peter! Tritt in die Pedale! Schneller! Wow! 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 Wow. Genau sowas brauche ich! Wow! Oh, 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 tut mir leid, Blümchen! Oh, tut mir leid, Mama! Die 200 Euro gehören mir! Peter, du musst bremsen! Benutz deine Bremsen! Was für Bremsen denn? Oh! 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 Henry, geht es dir gut? Oh, sehe ich etwa so aus? Dir geht's gut. Und jetzt macht euch bitte sauber. Eure Cousine Zita kommt gleich zum Tee. Ui, super! Die zickige Zita? Tee? Das ist es! Was sind die lustigsten Katastrophen bei Lachen, bis es wehtut? Die mit Essen natürlich! 200 Euro, ihr gehört schon mir!
Das finde ich sehr schön von dir, Henry, dass du Zitas Besuch filmen willst. Naja, sie ist meine Lieblingscousine. Ah, sie ist schon da. Hallo, ich bin's. Komm rein, komm rein. Na sowas, du bist aber gewachsen. Eigentlich nicht. Sie meinte Peter. 1, 2, 3, oh, vier, wo 5. Ist mein Henry? Komme. Henry möchte von deinem Besuch ein Video drehen. Ist das nicht süß? Oh, und ich habe nicht mal meine Haare gemacht. Action. So, ich bin fertig. Ist das aufregend? Geh einfach geradeaus. 1. Es ist einfach herrlich, hier zu sein bei meinem Onkel und meiner Tante und meinen entzückenden kleinen Cousins. 5. Aus. Und 1 und 2 und 3 und 4. Kommt, ihr kleinen Hippos, spielt mit mir. Und 1 und 2 und 3 und 4. Kommt, ihr kleinen Hippos, klatscht mit mir. Und 1 und 2 und 3 und 4. Und jetzt ist es wieder Zeit für Lachen, bis es weh tut. Papa, Henry hat einfach umgeschaltet. Was? So easy being me, I'm Henry. Das bedeutet, der Tintenfisch muss ganz schön Angst haben. Ich frag mich, wovor. Im Fernsehen habe ich eine Sendung über einen Tintenfischflüsterer gesehen. Vielleicht können wir mit ihm sprechen. Huhu, hallo lieber Tintenfisch, kannst du mich hören? Schau, Papa, es funktioniert. Wiedersehen, lieber Tintenfisch. Was glotzt du denn so? Ach, das weiß doch jeder, dass ein Tintenfisch 8 Tentakel hat. Ist da jemand? Wuff, wuff. Oh, ich wusste gar nicht, dass Fische bellen können. Das ist vielleicht ein hässlicher Fisch. Ah, da bist du ja. Na warte, du frecher Kleiner. Ah, ich verdrück mich lieber. Bleib stehen! Hab ich dich? Nein, haben Sie nicht. Komm sofort zurück. Später vielleicht. Hilfe, lass mich hier raus. Komisch. Ich glaube, ich kann den Tintenfisch richtig sprechen hören. Ja, ich auch. Muss ansteckend sein. Ja, holt mich endlich hier raus. 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ist hier gerade ein Junge vorbeigelaufen? 47, 47, 8 und. Haben Sie noch nie was von Verzeihung gehört? 49, 50, 51. Verzeihung? Na, weil Sie mich gerade beim Zählen gestört haben. Und jetzt habe ich total den Faden verloren. Aber. Wegen Ihnen geht mir jetzt wahrscheinlich der vergrabene Schatz durch die Lappen, der mir rechtmäßig zusteht. Ich glaube, ich. 1, 2, 3. In der Nacht spende ich Licht, doch im Wasser leuchte ich nicht. Was leuchtet in der Nacht? Eine Glühbirne? Vielleicht ist es ja auch ein elektrischer Fisch. Das ist doch babyleicht. Es ist ein Seestern. Vielen Dank, Henry. Ich bin fertig. Na und? Ich auch. Wer schneller da ist? Hey, bleibt stehen. Hab ich euch. Ja! Wir sitzen in der Falle. Gib mir einen Schuh. Was? Schnell, gib mir einen Schuh.
Ich weiß, dass ihr hier drin seid. Es gibt kein Entkommen. Oh nein, Sie sind im Haifischbecken. Wieso mussten wir denn meinen Schuh nehmen? Weil es meine Idee war. In meiner Klasse gibt niemand auf. Ach nein? Nein. Jeder hat Talent, wenn er an sich arbeitet. Und du wirst mit allen anderen auf der Bühne stehen. Verlass dich drauf. Oh. Was mache ich nur, Bert? Mir muss langsam was einfallen. Vielleicht wird die Aufführung ja so mies, dass du da überhaupt nicht auffällst. Das ist es! Genau! Bert, ich muss mir deinen Karateanzug ausleihen. Hey, danke! Was habe ich denn gesagt? Keine Ahnung. Oh, mir ist ganz flau im Magen. Meine Mutter habe ich schon gesehen. Wir sind Wolken. Und wir sind die besten Wolken, die es gibt. Kommt jetzt, Kinder. Es wird Zeit, eure Kostüme anzuziehen. Jetzt wird es Zeit für mein Kostüm. Oh, ich hoffe, Peter ist nicht zu nervös. Und ich hoffe, Henry tanzt nicht aus der Reihe. Auf eure Plätze, Kinder. Beeilt euch. Ist Henry. Herzlich willkommen zu unserem Ballettabend von Madame Tutu mit ihrer Anfängerklasse. Wir freuen uns alle auf ein neues Stück mit dem Titel Ich höre ein Gewitter. Oh, sieht Peter nicht entzückend aus? Ich kann Henry nirgends entdecken. Wie siehst du denn aus? Naja, wenn's kracht und donnert, muss es auch einen Blitz geben. Halt! Du bleibst hier stehen, rühr dich ja nicht vom Fleck und versuch bloß nicht zu tanzen. Aber hier sieht mich doch niemand. Ja, ganz genau. Ha, geschafft. Karateunterricht, ich komme! Oh je. Henry. Henry, tanzt einfach irgendwie mit. Also, Henry, ich möchte, dass du dich von deiner besten Seite zeigst.
Ich wünsche keinen mitternächtlichen Anruf wie das letzte Mal oder das Mal davor. Holen Sie bitte Ihren Sohn ab! 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 Und das Mal davor und das Mal davor und das Mal... Ja, schon gut, Papa. Ich hab's ja kapiert. Tadelloses Benehmen. Ich mein's ernst. Ich will keinen Anruf von Nickys Eltern, weil ich dich wieder abholen soll. Buongiorno! Ich bin Henry. Oh, willkommen, Henry! Willkommen, Henry! Willkommen, Henry! Wohnt Nicky hier? Wo sonst? Brav, Jungs, brav! Oh, lass dich nicht von unseren Babys stören! Nicky! Mein kleiner Freund ist da! Auch nicht von meiner Gemahlin. Sie wärmt sich nur fürs monatliche Opernkaraoke auf. Da bist du ja, Henry. Beachte sie einfach nicht. Sie denken, sie wären cool. Cool! Deine Eltern sind ganz schön, laut. Ja, sie haben da so ihre eigene Lebensvorstellung. Um wie viel Uhr müssen wir ins Bett? Na, wann wir wollen. Ich mache meine eigenen Regeln. Cool, nicht wahr? Obercool. Da hast du ganz schön Glück. Ja, außer dass es langweilig ist, die eigenen Regeln zu brechen. Und das ist meine kleine Schwester, Lilly. Ich hab dich lieb, Henry. Igitt! Du bist der Erste, der bei mir übernachtet. Also, was sollen wir jetzt machen? Wir könnten die Küche plündern. Oh, das klingt gut. Mit was sollen wir anfangen? Wo versteckt deine Mama die Kekse? Hier, fang! Aber so ist das irgendwie kein richtiges Plündern. Oh, soll ich sie irgendwo verstecken? Rigoletto, gib das sofort wieder her! Tut mir leid, Henry. Vielleicht später. Lass uns lieber irgendwas anderes machen. Oh, Henry, meine Puppe will dir einen dicken Kuss geben. Ah, ab mit dir, Lilly. Sie ist echt eklig. Ja. Cool, oder? Henry, ich würde lieber... Aufpassen. Das Bett ist kaputt. Jetzt schon? Wir könnten eine Kissenschlacht machen. Die haben die Hunde zerbissen. Und wo sind deine Spielsachen? Haben die Hunde zerbissen. Autos? Die Hunde. Comics? Die Hunde. Hast du irgendwelche Spielsachen dabei? Nein. Die habe ich vergessen. Sehen wir uns doch Rapper Zappa an. So easy being me, I'm Hard Henry. Ich hasse Schwimmen. Wenn ich König bin, schaffe ich das Schwimmen ab. Gib's auf, Bert. Oh, Andy ist drauf reingefallen. Mich kannst du nicht erschrecken. Und falls doch, krieg ich dann ein Taschengeld? Ja, okay. Die ganzen 50 Cent. Abgemacht. Also, was willst du Herrn Pitch denn diese Woche erzählen? Hab die Badehose vergessen. Das geht nicht. Das hast du schon letztes Mal gesagt. Und das Mal davor auch. Okay, dann wird es Zeit für Plan B. Oh nein, Bert, du hast recht. Seht mal, da draußen ist ein echter Berglöwe. Dort. Ehrlich? Hä? Was? Oh. Wo denn? Hä?
lasst mich mal sehen. Das ist aber keine natürliche Umgebung für Berglöwen. Aber vielleicht ist er aus dem Zoo ausgebrochen. Könnte sein. Da ist ja gar kein Berglöwe. Henry, führst du uns an der Nase rum? Nein, seht doch, jetzt ist er auf der Seite. Schnell rüber! Echt? Wo denn? Ach so. Ich sehe nicht. Nein, hier ist er auch nicht, Henry. Ihr wart zu langsam. Jetzt ist er weg. Das war ein super Tag. Pitch Patch musste die Schwimmstunde ausfallen lassen, weil niemand seine Badesachen dabei hatte. Bert, du bist zum Totlachen. Ach ja? Aber das wird dir gleich vergehen. Die Schule hat angerufen. Wir müssen unsere Schwimmstunde nämlich morgen nachholen. Echt? Morgen? Und unser Schwimmabzeichen machen. Fünf Komma fünf. 10 nach 8, Henry. Du musst in die Schule. Und ihr habt Schwimmunterricht. Oh. Erzähl es keinem, Andy. Aus dem Aquarium ist ein Hai ausgebrochen. Ein Hai? Ja, ein superintelligenter, mutierter Hai. Und er ist auf dem Weg hierher, also sei vorsichtig. Henry hat gesagt, in unserem Schwimmbad könnte ein Hai rumschwimmen. Haie sind Salzwassertiere. Die mögen kein Chlorwasser. Ich mag auch kein Chlorwasser und schwimme trotzdem drin rum. Stimmt auch wieder. Das ist ja noch viel mieser als der Werwolf. Ich wärme mich ja erst auf. Heute schwimme ich bestimmt 1000 Meter. Also dann ab ins Becken mit euch. Henry, sag bloß, du hast... Es tut mir leid, ich kann heute leider nicht schwimmen, weil ich... Ich hab genug von deinen Ausreden, denn das langweilt. Es ist mir schnurzegal, ob du Lepra oder die schwarze Beulenpest hast. Du schwimmst heute. Zieh dich um. Sofort. Das würde ich ja gern, aber leider habe ich meine Badehose vergessen. Ersatzbadehosen, nimm dir eine. Sowas zieh ich doch nicht an. Ich weigere mich. Die passt dir bestimmt. Jetzt muss ich ganze 5 Meter schwimmen, ohne zu ertrinken. Henry? Henry! Er ist ein Angsthase, Herr Pitch. Er hat Angst vor Wasser. Gar nicht wahr. Ich hab keine Angst. Ha! Ich liebe Wasser. Ich beweise es euch. So easy being me. I'm hard Henry. Hört mal, ihr müsst gut aufeinander aufpassen. Euer Vater und ich helfen an den Spielbuden. Toll! Was wollen wir als erstes machen? Verschwindet, Zwerg! Ich muss mir ein Los kaufen, bevor jemand anders meine Nummer kriegt. Dann passe ich eben selbst auf mich auf. Weißt du, wo das Piratengewinnspiel ist? Ich glaube, in dem Zelt da drüben. Willst du probieren? Ja, danke! Hey, komm zurück! Martin, halt ihn auf! So, wer möchte als nächstes spielen? Ah, Henry, wie schön, du meldest dich freiwillig. Nein, ich kann nicht. Ich muss doch zu... Ach, sei nicht so schüchtern. Versuch's einfach mal. Das ist die falsche Richtung, Henry. Entschuldigung, Frau Sonderlich. Ich muss los. Hallo? Hallo? Ich möchte ein Los kaufen. Hallo? Der Stand ist noch nicht geöffnet, Henry. Komm später nochmal. Da ist er. Schnapp ihn dir. Schnell weg hier.
Der nächste. Schön gerade sitzen. Der Losverkauf für das Piratengewinnspiel ist nun eröffnet. Kommt und versucht euer Glück. Platz da, ich komme. Wow. Oh nein. Einer von denen schnappt mir bestimmt die Nummer 42 vor der Nase weg. Okay, ganz ruhig. Denkt nach. Was würde Rapper Zappa tun? Normalsterbliche würden jetzt bestimmt aufgeben. Aber ich kämpfe gegen meine Feinde. Gegen jeden Einzelnen. Und ich werde siegen. Okay, wer ist der Erste? Ah, der brutale Bär. Das wird babyleicht. Na, warte. Ich mach dich fertig, Henry. Beruhig dich. Ich mach's ja wieder gut. Ich verrate, welche Nummer gewinnt. Ehrlich? Klar. Und dich kostet es auch nur 50 Cent. Einverstanden. Die Nummer 95. Hallo, Andy. Du weißt schon, dass der erste Preis ein Bungee-Sprung ist, oder? Was? Und der zweite Preis sind zwei Bungee-Sprünge. Ah! Versuch ja nicht, dich vorzudrängeln. Brauche ich gar nicht. Ich weiß, welche Nummer gewinnt. Kostet aber. Ach. Na schön, welche Nummer gewinnt? Nummer 42. Ich schwör's, ehrlich. Die Nummer 42 wird gewinnen. Du schuldest mir 50 Cent. Meinst du wirklich, dass ich darauf reinfalle, Henry? Ha! Ich nehme die 31. Ja, das klappt wie geschmiert. Oh nein, Muskelmartin hat ein Los. Ah, die 42 ist weg. Muskelmartin hat meine Nummer genommen. Martin, willst du 50 Cent für das Los da? Keine Ahnung. Und meinen neuen Fußball? Ich weiß nicht. Okay, okay. 50 Cent, meinen neuen Fußball und dein Killerboy Reds Poster. Ich weiß nicht. Schau mal, Henry. Ich habe ein Schatzkartenlos und ein Tombola-Los gekauft. Sieh, Leinenswerk, ich bin gerade beschäftigt. Also, abgemacht? Toll! Ich bring dir die Sachen gleich morgen. 75! Die Nummer kann ich nicht gebrauchen. Irgendjemand anders muss mein Los haben. Peter? Peter muss mein Los haben. Peter! Peter, komm sofort zurück! Ah! Hör zu, du Zwerg. Du hast die Nummer 42. Die will ich haben. Ich gebe dir 50 Cent dafür. Aber mir gefällt dieses Los. Es gehört mir und ich will es behalten, weil ich... Wie viel? 2 Euro. 42. Easy being me, I'm all Henry. Ihr werdet es wohl noch aushalten können. Und setzt euch bitte alle auf euren Hosenboden. Gehen wir doch woanders hin. Die Museen sind doch voll langweilig. Guten Morgen, Kinder. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Und ich bin Frau Knirsch. K-N-I-R-S-C-H. Ich habe heute das Vergnügen, eure Museumsführerin zu sein und euch alles zu zeigen. Ich will die Dinosaurier sehen. Ich auch. Ich fürchte, das ist leider nicht möglich. Unsere neue Dinosaurier-Ausstellung ist derzeit für die Öffentlichkeit geschlossen. Und wo haben Sie die eingeweckten Könige? Du bist mir ja ein aufgewecktes Kerlchen. Eingeweckte Könige ist lustig. Du meinst die Mumie aus dem alten Ägypten, nicht wahr? Eine Mumie. Glücklicherweise musste die Halle mit der Sammlung aus dem alten Ägypten für die Dinosaurier-Ausstellung geräumt werden und ist deshalb ebenfalls für die Öffentlichkeit geschlossen. Dann kommen wir eben wieder, wenn sie geöffnet ist. Du bist hier, um etwas zu lernen, junger Mann. Und für diejenigen, die unartig sind und sich nicht benehmen können, haben wir einen ganz besonderen Raum. Und in den würde ich an deiner Stelle nicht wollen. Folgt mir, Kinder, und nicht rennen! Mal herhören. Hier befinden wir uns in unserer Dauerausstellung und sie führt uns durch die gesamte Geschichte des Ortes, an dem wir leben. Die Pflanzenwelt, die ihr hier seht, überwucherte einmal unseren gesamten... Da hätte ich ja auch in unserem Garten bleiben können. Betrachten wir mal diese Erde. Echter Nährboden von Mutter Natur. Seit der Entstehung der Menschheit ist sie unverändert.
euch an, fühlt sie, riecht sie. Unsere alte Erde lebt und steckt voller Rätsel unserer Geschichte. Sie lebt, sie lebt! Sehr witzig, junger Mann. Aber genau das trifft zu. Die Erde lebt und wie sie lebt. Und das ist das Reich der Würmer. Ich will das gar nicht sehen. Ich hasse Würmer. Wir könnten sie essen, das habe ich im Fernsehen gesehen. Pfui! Wie schmecken Würmer eigentlich? Keine Ahnung. Ja, nicht auf die Würmer! Helft alle mit! Ich will, dass ihr alle Würmer sofort wieder einsammelt. Interessant. Ich fass die nicht an, da kriege ich bestimmt Ausschlag. Doch, jetzt stellt euch nicht so an. Das sind doch bloß Würmer. Frau Streitaxt, darf ich aufs Klo? Ja, ja, von mir aus, aber trödel nicht rum. Irgendjemand ist dafür verantwortlich. Ich bin schwer enttäuscht von euch. Wirklich schwer enttäuscht. So easy being me, I'm Hard Henry. Oh, Vorsicht da unten! Oh je. Peter, die Sachen gehören doch unserem Gast. Du solltest besser aufpassen. Hier, bitteschön, Laura. Rosenkohl mag ich nicht und Mais mag ich nur, wenn er nicht mehr am Kolben ist. Schön, dann reich ihn mal rüber. Und den Mais auf einen Extrateller. Ich mag's nicht, wenn das Gemüse mit dem Fleisch in Berührung kommt. Ja, und steck Laura in ein Extrazimmer. Ich mag's nicht, wenn ich sie ansehen muss. Autsch, Henry hat mich getreten. Nein, das war ich nicht. Das ist ja so peinlich für uns. Ach, sei nicht so gemein, Henry. Wenn ich König bin, zeige ich der launischen Laura, wer der König ist. Henry, hör auf mit dem Essen zu spielen. Henry? Für einen Monat ist dein Taschengeld gestrichen, Henry. Wir können auch zwei daraus machen, wenn du dich jetzt nicht benimmst. Gute Nacht, Täschen. Yeah. Gute Nacht, Häschen. Geht! Laura! Tu die weg! Laura war das, Peter. Warum sagst du es nicht Mama? Dann kriegt sie mal zur Abwechslung Ärger. Einen Gast verpetzen? Das könnte ich nie. Das ist ganz unhöflich. Unhöflich? Du bist mir zu feige, du Zwerg. Sie schnüffelt in meinem Zimmer in all meinen Sachen rum. Das ist es. Genau. Ja. Laura ist unser Gast. Wenn sie rumschnüffeln will, dann ist es meine Pflicht, es leichter für sie zu machen. Und morgen heißt es, Henry ist wieder da. Himmels Willen, Laura, es ist erst 6 Uhr morgens. Ich stehe immer um 6 Uhr morgens auf. Und ich übe immer vor dem Frühstück. Na schön, dann gehen wir jetzt runter und machen dir auf der Stelle Frühstück. Alles klar. Operation Ciao Ciao, Laura, ist angelaufen. Boah, Mädchenzeug in meinem Zimmer. Was machst du denn da? Gar nichts. Gar nichts. Ich schreibe nur was in mein
Tagebuch. Tagebuch? Oh, ich wusste gar nicht, dass du ein Tagebuch hast. Das ist geheim. Das sind meine geheimsten Gedanken. Jemand wie du darf das nicht lesen. Deshalb hebe ich es in dieser Kiste auf und sperr ab mit diesem Schlüssel. Und dort bleibt es auch. Jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss Zähne putzen. Einmal eine Schnüfflerin, immer eine Schnüfflerin. Henry, komm und hilf uns beim Aufräumen. Tante Ruth und Cousin Achim werden jeden Moment da sein. Warum müssen die gerade zu Weihnachten kommen? Tante Ruth schenkt mir immer nur Socken. Ich weiß, aber sei dieses Mal ein bisschen netter zu Achim. Ach, ich hasse diesen Achim. Wollt ihr wissen, warum ich Cousin Achim hasse? Er macht sich über unser Haus lustig, weil er in einem tolleren wohnt. Und über mein Planschbecken, weil er einen Swimmingpool hat. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Henry, bitte hilf deiner Mutter. Henry, passt auf! Oh nein, da kommen sie! Die Tür war offen, also dachten wir kommen einfach rein. Was für eine Bruchbude. Ich hab dir gesagt, man ist nicht unhöflich zu armen Leuten. Gut, leg ihre Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Und die sind für dich, mein Schatz. Ich bekomme eine galaktische Schleimpistole. Wirklich? So eine krieg ich auch. Und ein Bum-Bum-Zerstörer. Ich auch. Und das ist nur von Mutter. Den Rest bringt der Weihnachtsmann. Wenn er neben all meinen Geschenken noch Platz hat. Jungs, wieso geht ihr nicht raus und seht, wer den größten Schneemann bauen kann? Hä? Was? Siehst du, meiner ist jetzt schon größer als deiner. So, du willst also Spielchen spielen. Fertig! Das ist doch kein Schneemann. Ja, Schneemänner haben keine Flügel. So, jetzt sieht es schon mehr wie ein Schneemann aus. Hey, das ist mein Bruder! Oh, danke, Henry. Also darf ich ihn kaputt machen. Oh. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Meiner ist der Größte. Ich steck fest. Ich stecke noch viel fester als du. Nein, ich stecke fester. So. Ach, Peter, der ist ja sehr schön. Den habe ich ganz allein gestrickt. Den habe ich extra für mich angefertigt. Mama, wir müssen dem Weihnachtsmann noch Plätzchen und Milch hinstellen. Das machen wir gleich. Ich wünschte, es wäre schon morgen. Warum? Damit du zusehen kannst, wie ich all die Geschenke auspacke, die du gerne hättest? An Weihnachten geht es ums Geben, nicht ums Bekommen. Knappe, du Zwerg! Wenn du nett bist, lasse ich dich vielleicht auch mal mit meiner galaktischen Schleimpistole schießen. Nein, danke. Ich krieg meine eigene. Nun, das wollen wir doch erst mal abwarten. So easy being me, I'm aber du magst doch kein Karamell, Henry. Nein, weil mir das Zeug immer in den Zähnen hängen bleibt. Aber vielleicht bleibt dir ein Zahn am Karamell hängen.
Ach so, ganz schön schlau. Und, funktioniert es? Ich kann den Mund nicht mehr aufmachen. Hilft mir! Was? Oh, hilf mir. Klar. Okay, 1, 2, 3. Sie sind alle noch drin. Henry? Aha. Martin, ich geb's zu, das ist mein Karamell. Ich hab's dir an den Kopf geworfen und verdiene jetzt eine Ohrfeige. Hab ich recht? Keine Ahnung. Überleg doch mal. Dich mit Süßigkeiten zu bewerfen heißt, dass man keinen Respekt hat, meinst du nicht? Keine Ahnung. Verlass dich drauf, das ist so. Und wenn du mir jetzt deine reinhauen würdest, richtig fest und mir einen Zahn rausschlagen, wäre mir das egal. Ich schwöre. Keine Ahnung. Hat das funktioniert? Nein. Aber super Ballabwehr. Ein Zahn. Mehr will ich doch gar nicht. Operation Milchzahn kann losgehen. Was machst du da? Was ich mache? Gar nichts. Ich hab was gehört in Peters Zimmer und hab nachgesehen. Ich will ja nicht, dass meinem kleinen Bruder was passiert. Verstehe. Und jetzt gehst du lieber wieder in dein Zimmer und schläfst endlich. Na gut. Zahnfee, mach schon mal deinen Geldbeutel auf. Jemandem wäre ein Zahn rausgefallen, aber er verliert ihn. Und deshalb lag er nicht unter seinem Kopfkissen. Vielleicht lag er sogar unter dem Kopfkissen von jemand anders. Würde er trotzdem Geld von der Zahnfee kriegen? Willst du mir irgendetwas sagen, Henry? Nein, nein, wollt's nur wissen. Rein hypotaktisch, meine ich, weißt du? Hypothetisch. Und ich glaube, die Zahnfee würde wissen, wer einen Zahn verloren hat. Wie denn? Weil derjenige eine Zahnlücke hätte. Eine Zahnlücke? Ach ja, genau. Ich muss los. Henry! Du hast dir ja einen blöden Sitzplatz ausgesucht. Henry, wenn du mich besuchen willst, dann klingel gefälligst an der Haustür. Dann muss ich dir nicht aufmachen. Das ist ein Notfall. Ich brauche deine Zähne. Hä? Dein Vampirgebiss von deinem Dracula-Kostüm. Und zwar sofort. Ach, und was kriege ich als Gegenleistung? Als Gegenleistung? Orangensaft gefällig. Orangensaft gefällig? Wie heißt das weiter? Orangensaft gefällig, meine Dame. Ja, bitte, Henry, das wäre wundervoll. Und mit ein paar Eiswürfelchen drin. Auch noch mit Eiswürfeln drin? Willst du das Gebiss oder nicht? No. So easy being me, I'm hard, Henry. Papa, bitte, darf ich zum Essen aufbleiben? So wie letztes Mal? Auf keinen Fall! Das ist schon ewig her, da war ich ja noch klein. Ah, das Essen ist serviert. Ich bin erwachsener geworden. Ich verspreche, dass ich mich benehme. Nein, du gehst heute früh zu Bett, Henry. Das
Das ist gemein! Das ist gemein! Das ist gemein! Das ist echt gemein! Was gibt's denn heute Abend, Schatz? Lachs mit Limetten und Ingwersoße und als Nachspeise Mousse au Chocolat. Mama, schön, dass ich heute Abend die Stumms kennenlernen darf. Netter Versuch, Henry. Aber das ist echt gemein. Peter darf auch aufbleiben und ihr esst Mousse au Chocolat. Ich liebe Mousse au Chocolat. Herr Stumm will Peter Cello spielen hören und dann muss er ebenfalls ins Bett. Ich gehe heute gern mal früh ins Bett. Ich kann verstehen, dass Erwachsene auch mal unter sich sein wollen. Sei nicht so gemein, Henry. Hör auf damit. Geh in dein Zimmer. Ich gehe nicht. Ich will aufbleiben. Ich will Mousse au Chocolat. Ich sofort. Will... Sofort. Und du kommst erst wieder runter, wenn ich's dir sage. Die Gäste sind da. Oh nein, die Mousse. Jetzt muss ich sie neu machen. Ah, guten Abend. Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr und Frau Stumm. Ich bin Peter. War das eine Fahrt. Lass Herkules runter, Schatz. Schau mal, Mieze. Eine schöne, große, leckere Maus. So müsste Peters Cello viel besser klingen. Armer Herkules, Mami beschützt dich. Sie sollten diese wilde Bestie wirklich einsperren. Das ist doch echt gemein. Ich hock hier drin und die da unten haben ihren Spaß. Schokolade, Mousse au Chocolat. Tja, wenn die mich nicht dazu einladen, lade ich mich eben selber dazu ein. Perfekt. Das Essen ist serviert. Oje. Peter kann doch gar nicht so gut spielen. Da hat jemand in deinen Noten rumgeschmiert, Peter. Nicht schlecht. Komm her, Kleiner. Braver Junge. Tut mir leid, aber das ist die letzte Nuss. Ach du Schreck. Und für die Kinder ist es herrlich, hier aufzuwachsen, denn, Herkules, böser Hund! Ich muss mich entschuldigen. War die Schüssel voll? Nicht so schlimm, waren nur ein paar Nüsse. Ich wusste gar nicht, dass die so hoch springen können. Das wusste ich auch nicht. Hm.